heute euch herzlich willkommen zur Preisübergabe des Schülermedienpreises 2021. Der Beitrag, den ihr bei uns eingereicht hattet, heißt Der verwunschene Wald. Ich bin Mathis Wolf und wir haben hier in Radio Wüste Welle, im Sudhaus in Tübingen, unser Hörspiel aufgenommen, mit dem wir dann beim Schülermedienpreis den ersten Platz gewonnen haben. Ich heiße Charlotte Dehlinger. In dem Hörspiel geht's um Fabelwesen, die ihren Wald, in dem sie leben, retten müssen vor Menschen und böser Magie. Hallo, ich bin Flora und ich habe bei dem Hörspiel den Vogel und die Birke gesprochen. Ich habe den Panther und den Wind gesprochen. Der Wind hat so gesagt, nehmt euch in Acht, dunkle Magie ist im Wald. Also wir mussten da auch aufnehmen, wir mussten auch selbst Geräusche machen. Zum Beispiel, wie wir Glas, Wasser in anderes Glas geleert haben und wie wir die Tür geknarzt haben. Wir haben halt auch von den Geräuschen analysiert, was in der Geschichte vorkommt. Zum Beispiel die Melodie klingt doch so ein bisschen wie ein Vogel oder so. Und dann haben wir daraus Personen und Orte entwickelt und dann aus diesen Personen und Orten uns eine Geschichte überlegt. Wir haben das als erstes pantomimisch dargestellt und dann erst reingesprochen, aber ohne aufgeschriebenen Text. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Das ist sehr, sehr krass, hätte ich nie mit gerechnet und war ich erst ziemlich schockiert, vor Freude auch. Und vor, ich hab's erst gar nicht richtig geglaubt. Ich hab's noch nicht ganz verdaut. Hauptsache gewonnen. Ihr drückt mit eurem Hörspiel nämlich eure Fantasie aus und habt trotz Hilfestellung auch sehr, sehr eigenständig gearbeitet. Weil ihr so viel Zeit und Kreativität in euren Beitrag gesteckt habt und dabei ein sehr, sehr professionelles Hörspiel rausgekommen ist, hat die Jury euch für den ersten Platz ausgewählt. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt eine ganz, ganz tolle Leistung erbracht. Ich habe auch noch gelernt, wie man eben aus drei unterschiedlichen Ideen einen Weg in der Mitte finden kann und dass ich es doch gerne nochmal machen würde. Die Flora konnte sehr gut mit dem Keyboard umgehen, hatte sehr viele Ideen für die Erzählerin. Der Mathis konnte sehr gut im Stimmen einsprechen und wir haben uns ziemlich gut ergänzt eigentlich.